Herzlich willkommen zurück zu Illusion of Time. Hier ist wieder euer Plevstrake. Und da ich Mu bin und keine Lust habe, das alleine durchzumachen, habe ich mir jemanden dazugeholt. Und wer ist das? Wer bin ich? Wo bin ich? Warum ist da so ein Kopf im Hintergrund? Wo bin ich hier? Was ist das für ein Raum? Warum sind hier so viele Vierecke? Und wieso habe ich braune Haare und trage irgendwie so ein blaues Ding und Schuhe und keine Ahnung? Das bist ja nicht warum du. Warum steht da Spieler? Warum steht da DK? Warum steht da Gegner? Und warum hast du da vier Herzen und 04, keine Ahnung was? Und ach, egal. Ich bin mal rausgegangen, frech. Ja, hier ist ja Rinfuki 7, ihr kennt mich doch alle. Denk ich mal. Solltet ihr zumindest. Sollte man, Shadow, sollte man. Was höre ich? Ein Geräusch aus dem linken. Aus dem Raum zu meiner Linken. Ein Geräusch? Du konntest nicht mal deinen eigenen Namen wählen. Nee, naja, Illusion of Time. Oh. Will, wo bist du? Was ist geschehen? Ich stehe direkt vor deiner Nase. Ja gut, ignoriere mich. Rotes Gewehr gefunden. Was knarrst du da so rum? Jetzt sag nicht, du bist weggerannt. Ach lol, dann gehen wir halt weiter ohne ihn. Oh, da war eine Kiste. Was? Eine leise Stimme spricht zu mir. Dies ist der Vampirpalast. Die Quelle in diesem Palast erzeugt ständig neue Dämonen. Lol? Dämonen wo? Ui! Seltsam. Selbst wenn ich es angreife, geht das nicht kaputt. Stimmt. Aufwand richtig. Sie gehen nicht kaputt. So, etwas höher war doch eine Kiste. Dann gehen wir doch mal hoch. Ein Geräusch drängt an meine Ohren. Aus dem Raum zu meiner Rechten. Also da. Erik, was ist das für ein Ort? So düster und einsam. Mutter, hilf mir! Ja, klar. Jetzt haben wir hier noch Muttersöhnchen. Geh her, Mensch. Was ist das für ein Ort? Ah, da kehrt, glaube ich, gerade einer zurück. Eine Kiste! Noch ein rotes Juwel. Alles klar. Ich hasse Eltern. Ich hasse alles. Ja. Ich hasse Leute, die mich beim Aufnehmen stören. Ich hasse euch, ihr Zuschauer, ihr Schatz. Letzteres war ein Schatz, das wisst ihr. Schön, dass du auch einfach wieder weggerannt bist, ohne mir was zu sagen. Ich musste dir denken können. Ja, ich hab das am Knatschen, hab ich's mir dann mal so gedacht. Was? Eine leise Stimme spricht zu mir. Schon wieder? Ein düsteres Flüstern. Dann liest du das mal. Oh mein Gott, yay. Im Kern des Gebäudes findest du die Dämonenquelle. War es düster genug? Ja. Das ist ein Stein. Beeil dich! Ja, die Stimme hat mich angeschrien. Ich mach nicht, was Stimmen mir sagen. Ich hab kein Rufezeichen, aber sowas ruft man für gewöhnlich. Da ist noch eine. Dann gehen wir erstmal hier rein. Ist eine schöne Dia-Show, was ich hier sehe, aber immer noch flüssig. Was zum. Ja, gut, mach du. Ist das ein Weib oder ein Kerl? Das, wie du den Namen nicht nehmen kannst, könnte es ein Weibchen sein. Hey, du hast mich ganz schön erschreckt. Böser Bube, du. Fast wäre mein Herz stehen geblieben. Du hättest einen Notarzt rufen müssen. Und du hättest gezahlt. Ja, klar. Ich habe im anderen Raum gesehen. Aber es war sonderbar. Er hatte keine Kleider an. Sein Körper ist fast transparent. Ich habe gesagt, er hat keine Kleider an, verdammt. Ich konnte durch ihn durchsehen. Er hatte keine Kleider an. Solange du nicht durch ihn durchgreifen konntest. Es schien, als habe ihm jemand seine Seele geraubt. Und seine Kleider. Du bist ganz schön besessen von den Kleidern. Ja, weil. Wir müssten zusammenbleiben. Wer weiß, was noch geschieht. Vielleicht verlieren wir auch unsere Kleider. Ja klar, wir rennen dann hier nackt rum. Yay, jetzt bist du eine Blume. Ich ziehe mich in deine Tasche zurück. Was zur Hölle? Ja genau, komm in meine Tasche. Scheiße, weggedrückt. Also, jetzt hast du es weggedrückt. Ja, ich weiß. Oh Mann, also das. Ich würde an dem Moment einfach mal Video pausieren, dann könnt ihr lesen, was dort stand. Ich konnte es leider nicht lesen. Ich auch nicht. Ich wusste ja noch nicht mal, dass da was kommt.
Gehen wir noch tiefer. Das ist die Scheiße, wenn man Spiele blind spielt. Wieso hast du Google Chrome auf dem Rechner? Wieso weißt du, dass ich Google Chrome auf dem Rechner habe? Ja, ich sehe doch nur so ein Viereck, verdammt. Ach so, ja, warum wohl? Ist besser als Firefox. Wenn du dich ausspionieren lassen willst. Ach, das ist mir doch lame. Was sollen sie machen? Wollen sie wissen, welche Pornos ich mir angucke? Ey, was ist das denn hier? Hier ist gar nichts. War super. Echt mal. Hier ist ein Standbild, wollte ich mal sagen. Gucken, ob es gleich weitergeht. Wenn nicht, musst du was gegen tun. Wie, schon wieder ein Standbild? Ach, Mann. Ich liebe das. Jedes Mal, wenn ich mir jemanden dazu hole. Standbild. Mal gucken. Ach, geh doch da rein. Ich bin zu blöd, um in die Tür reinzugehen. Ah, jetzt hat sich was getan. Ah. Jetzt geht's weiter. Was? Eine leise Stimme spricht zu mir. Oh Gott, ey. Das darfst du wieder. Ach, die ist ja immer noch düster. Hm? Der Stein der Erläuterung ist im Palast. Okay. Wo? Welcher Palast? Wo? Links, rechts, oben, unten, Mitte, quer, kreuz und quer? Im Palast. In welchem Palast mehr ernsthaft? Das Ding könnte ruhig mal genauer werden. Wir sind im Palast. Ja, echt mal. Dann hätte sie sagen müssen, in diesem Palast. Das war keine eindeutige Antwort. Oh, hier geh ich noch. Wo? Da, ganz viele, 14 Stück. Ah, okay. Das auch. Ey, das war keine eindeutige Antwort, was die Stimme gegeben hat. Das war nur eine eindeutige Antwort. Okay, was ist hier? Ist offen. Ich schaffe es nicht, den Deckel zu öffnen. Lame. Lili spricht aus deiner Tasche. Warte, dort ist ein kleines Loch an der Seite des Sarges. Gerade groß genug, dass ich hindurch passe. Ich werde hineinschauen. Leichenbestatter. Und dann komme ich ohne Kleider wieder raus. Seltsam, der Sarg ist von innen verschlossen. Kein Wunder, dass er nicht aufging. Wieso von innen? Frag mich nicht. Und was ist drin? Kleiner. Nix. Und noch einer. Warte, das ist eine kleine Seite, groß genug, dass ich hindurchpasse. Ja, ja, ja. Und? Das ist dein Text. Ich habe einen seltsamen Stein im Sarg gefunden. Der ist so braun und so matschig. Du hast den Stein der Läuterung gefunden. Ausrufezeichen! Ja, es ist extrem langsam, wenn man irgendwas findet. Kann man da nicht die Textgeschwindigkeit einstellen? Das ist auch beim Pokémon auch. Nee, das kann man hier nicht. Typisch 1900X-Zeiten. Die Decke hat mich angekackt. Oh mein Gott, ein Vogel hat auf dich geschissen. Ein unsichtbarer Vogel, der ist auch transparent. Da, guck! Die Decke scheißt mich an. Ey, das sind unsichtbare Vögel, die sind auch transparent. Die haben auch ihre Kleider verloren. Jo, alles klar. Noch ein rotes Juwel. Das ist jetzt schon die dritte Kiste, wo ein rotes Juwel drin war. Was bringt dir das? Da kann man verschiedene Sachen mit freischalten. Ich weiß allerdings nicht, wo alle sind. 50 gibt's insgesamt. Oh, Nils und Lorenz heißt er, glaube ich. Lorenz mach ich mal. Hol Schnief. Dann machst du den da. Die flashen so komisch. Schlotterfeder. Schlotterheul. Oh mein Gott. Ja, die flashen nicht komisch, das sind Geister momentan. Ja, trotzdem flashen die rum. Bei mir flasht es zumindest. Oder soll das so aussehen? Der war doch vorhin nicht da, oder? Ja, ich sehe nichts, das ist schon ein Standbild. Ah, nee, doch nicht, jetzt geht's. Ah, der Blob, nee, der Blob war vorher noch nicht da. Sag ich doch. Oh, ich werd schon wieder angeschissen. Ey, man sieht die HP-Leistung vom Gegner, das ist nämlich mal sehr sozial. Ja, die sieht man, das ist auch wenigstens etwas. Dann weißt du wenigstens, wie wenig Schaden du den Gegner machst, dann weißt du, wenn du underlevelt bist. Will macht sowieso mit seiner kleinen Flöte wenig Schaden. Der schlägt mit einer Flöte zu? Ja, der haut mit einer Flöte zu. Sieh! Oh mein Gott, sieh! Ich muss es richtig ausrufen. Sieh! Welch wundersame Quelle! Könnte eine Verbindung zwischen dem Stein und der Quelle bestehen? Wahrscheinlich, wenn du schon so blöd fragst. Dann wollen wir doch mal
den Stein aus, Stein ausrüsten und reinschmeißen. Du hältst den Stein der Läuterung hoch. Der Stein beginnt zu glühen und verschwindet kurz darauf in der Quelle. Gott, das Ding sah wirklich aus wie Dämonenscheiße oder so. Guck mal. Geht wieder nicht. Bumm. Und das Wasser wird rein, wer hätte gedacht. Und jetzt kommt gleich ein Boss raus. Nee, noch nicht. Und nimm dir deine Kleider ab. Überhaupt, was ist das hier für ein Raum? Guck dir das mal an, alles Pflanzen bewachsen und diese komische Quelle, das ist doch... Hier geht's... Hentai. Hier sollte man echt mal sauber machen. Okay, ja. Hier soll man echt ein FSK-18-Schild dranhängen. Echt mal? Oh, wer bist du denn? Gerettet. Oh, Dank sei dir. Ich kam von Phaedra in diesen Palast und wurde zu einem Dämon. Lilly spricht aus Wills Tasche. Das heißt, dass alle Dämonen früher Menschen waren? Oh mein Gott, wie? Oh mein Gott, ich habe Menschen getötet. Bring mich um. 15 ist das denn? Wo kommst du her? Jetzt kenne ich das Gefühl, dem Tod ins Auge zu blicken. Es ist furchtbar. Nein. Ich frage mich, ob die Tiere, deren Fleisch wir essen, genauso empfinden, bevor man sie tötet. Nein! Nein, überhaupt nicht! Naja, dann sind die bestimmt auch wieder normal, oder? Nö, die sind weg. Lol. Sicher, dass sie nicht nur wieder flashen? Nee, die sind weg. Also, die haben keinen Bock mehr auf uns. Hi, was bist du denn? Einst waren wir Sklavenhändler. Doch man sperrte uns deswegen ein. Zu Recht. Doch dann wurden wir von einem Vampir verkauft. Es war grausam. Nee, an einen Vampir verkauft. Tja. Erstmal nochmal da hinten gucken. Geh weg. Ja, komm, was habt ihr zu sagen? So kann es geschehen, wenn man eine Frau auf eine Frau hereinfällt. Ja, kurzerhand landet man in einem Wasserpalast. Ein netter Mann fragte mich, ob ich ihn begleite. Dummerweise tat ich es. Tja, liebe Kinder, nehmt ihr Süßes von Fremden an. Nee, das ist doch der richtige Weg gewesen. Ich will dir eine andere Tür. Wenn hier so viele Leute sind. Da. Oder war da nur die Kiste? Da war nur die Kiste. Ah, Mann. Shadow, sag doch mal, dass ich falsch laufe. Ja, ich weiß es ja auch nicht. Das mag ich nicht an Mu. Das ist so. Ja, so. Und ich bin noch nicht mal richtig im Mu drin. Oh, hi. Der Mann, der in diesem Sarg liegt, ist mit Sicherheit ein Vampir. Was hat er wohl vor? Wieso muss ich gerade an Vlad denken? Vlad? Ja, so Magika und so, aber... Ganz beiseite. Zu viel Reference. Also ich hatte jetzt was anderes im Kopf mit Vlad als das, was du gesagt hattest. Okay, was denn? Halo. Ja, kenne ich nicht. Sorry, die Story kenne ich nicht. Will ich auch nicht kennen. Ist mir wurscht. Ja gut, muss man ja nicht. Ein Vampirpärchen lebt in den Särgen. Sie locken die Menschen her, machen sie zu Dämonen und verkaufen sie dann. Yay. Ey, ich hab ein paar Dämonen. Willst du haben? Kann man prima kaputt hauen. Hi. Dieser Palast ist mit dem Land Mu verbunden. Die Vampire scheinen hier nach etwas zu suchen. Ja, sollen sie doch. Ist mir egal. Hi. Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Fast wären wir zu Dämonen geworden. Ihr wart Dämonen. Ich hab euch doch verhauen. Habt ihr das schon vergessen? Ach ja. Kleine Schläge auf dem Hinterkopf, ich weiß. Auch weg. Alle weg. Ich hörte, dass die Vampire sagten, eine Statue sei im Mut zu finden. Ah, vielleicht eine Statue, die wir brauchen? Wer weiß. Hi. Diesen Schlüssel habe ich der Vampirfrau entwendet. Nimm ihn an dich.